Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Mein Name ist Felicitas Jobs und ich arbeite hier im Stadtarchiv Köln im Bereich vormoderne Bestände, Nachlässe und Sammlungen. Ich heiße Sie heute alle hier in unseren Räumlichkeiten in der Brabanterstraße willkommen. Aufgrund der aktuellen Lage leider weiterhin nur digital. Aber ich freue mich, Ihnen gemeinsam mit meinem Kollegen Niklas Esser diesen Beitrag zu unserer aktuellen Ausstellung Imagines Coloniae Köln in 55 Bildern aus 11 Jahrhunderten vorstellen zu können. Diese Bilderausstellung ist die einzige in unserer vorübergehenden Unterkunft, bevor wir nächstes Jahr in den Archivneubau am Eifelwald ziehen. Durch Corona hat sie leider bisher nicht die verdiente Beachtung gefunden. Daher freue ich mich besonders, Sie auf diesem Wege wenigstens zu einigen Bildern noch einmal mitnehmen zu können. Ich lade Sie aber dennoch ein, vielleicht einmal persönlich vorbeizukommen, wenn wir diese Ausstellung wieder öffnen können und die Situation es zulässt. Ich selber fühle mich zwischen den Bildern sehr wohl. Es ist ein schöner, ruhiger Raum, um einige Zeit zu verweilen. Ich werde mir mit Ihnen die Kriegsbilder hier in der Ausstellung ansehen, während Herr Esser sich später mit weiteren Bildern des zerstörten Köln und vor allem Fotografen, die die Kriegszerstörung in Köln dokumentiert haben, beschäftigen wird. Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen sind bis heute ein großes und allgegenwärtiges Thema und ich würde auch sagen Trauma in Köln. Zu sehen, heute vor allem natürlich nur noch in Bildern. Kriegsruinen und Baulücken gibt es so gut wie keine mehr. Und die wenigen, die es noch gibt, sind für jüngere Generationen selten direkt als solche zu erkennen. Auch Menschen mit offensichtlichen Kriegsverletzungen sind meiner nachfolgenden Generation kein geläufiges Bild mehr. Ich selber kann mich daran noch sehr gut erinnern. Die Fotos des zerstörten Köln hingegen kennt fast jedes Kind hier recht früh. Wenn wir als historisches Archiv der Stadt Köln eine Ausstellung mit Bildern quer durch unsere Bestände machen, wie es hier geschehen ist, bleibt es nicht aus, dass wir mehrere Bilder des zerstörten Köln und des Thema Krieges dabei haben. Hier sind es heute 4. Ursprünglich sollte unser Vortrag zum Thema Bilder der Zerstörung passend zum 75-jährigen Jahrestag des Kriegsendes in Köln am 6. März stattfinden, was dann ja leider wegen Corona abgesagt werden musste. Wie unsere Veranstaltungen mussten auch natürlich viele andere Veranstaltungen zu diesem Ereignis ausfallen. Trotzdem war das Thema sehr präsent in der Stadt. Es gab draußen teilweise Ausstellungen, es gab viele verschiedene andere Ausstellungen und Themen. Dann würde ich hier einmal auch auf eine aktuelle Ausstellung hinweisen. Ich weiß nicht, wann diese wieder geöffnet wird, von unseren Kollegen im Stadtmuseum, die dieses Thema auch behandelt haben. Eine eigene Ausstellung zum Kriegsende und der Besetzung Kölns durch amerikanische Truppen hat das historische Archiv der Stadt Köln auch schon zu einem anderen Jahrestag gemacht. Und sie hieß März 1945, März 45, Kriegsende in Köln. Und zwar zum 50. Jahrestag im März, April 1945. Die Ausstellung zeigte sehr bekannte Bilder des Einmarschs der Amerikaner, aber auch weniger bekannte Bilder, zum Beispiel der Befreiung des Klingelpütz, der Einrichtungen der Militärregierung und der Zerstörung der Stadt. Auch setzte die Ausstellung sich bereits vor 25 Jahren kritisch mit der doch sehr problematischen Begegnung der Befreier und der Kölner Zivilbevölkerung auseinander. Mit der Besetzung am 6.3.1945 war für die linksrheinische Bevölkerung der Krieg vorbei. Es war eine Befreiung von jahrelangen zermürbenden Luftangriffen und Zerstörungen, schrieb Herr Kleinertz im Vorwort zu dieser Ausstellung. Gerne möchte ich ihn weiter zitieren. Physisch und psychisch war die Bevölkerung völlig überfordert. Konnte der einzelne Schicksalsschläge wie den Tod von Familienmitgliedern und nahestehenden Personen seelisch nicht mehr verarbeiten. Das soziale Leben reduzierte sich immer mehr, bedingt durch den Ausfall der Verkehrsmöglichkeiten. Schließlich durch das Einigeln ins Bunkerleben. In seinem Maulwurfsleben war der Kölner erschöpft, übermüdet, nur noch von den Gedanken getragen, den nächsten Bombenangriff zu überleben. Es galt, seine Kräfte zur Sicherung des gerade durchlebten Tages einzusetzen. Jede Hoffnung, jede Planung der nächsten Zukunft war irreal geworden, nachdem der Ablauf eines Tages
ja einer Stunde, nicht mehr kalkuliert werden konnte. Ständig lebte man mit der Möglichkeit des Todes. So war es natürlich für die Zivilbevölkerung eine Befreiung von den Qualen des Krieges. Aber wenige fühlten eine politische Befreiung, nachdem die Amerikaner da waren. Weiterhin, Herr Kleinert, für die Besatzer und die sie begleitenden Kriegsberichterstatter war die Erfahrung mit Köln, der ersten Großstadt auf deutschem Gebiet, ein Schock. Er wurde ausgelöst durch das Ausmaß der Zerstörung, selbst wie durch die Begegnung mit den Bewohnern und ihrem seelischen Zustand. Auf Fragen nach der Beteiligung am Nationalsozialismus, nach der Verantwortung für die Verbrechen, nach der Schuld an den Kriegsgräueln, die Zustände in den Konzentrationslagern waren noch nicht allgemein bekannt, erhielten die Amerikaner Antworten, die sie befremdeten, entrüsteten. Statt Einsichten und Geständnissen wurden ihnen die Luftangriffe und die Trümmer entgegengehalten. Die kritischen Fragen waren für die Kölner eine Enttäuschung. Sie erlebten sie als Ausdruck einer feindlichen Gesinnung. Dabei hatten sie als Lohn für ihre Todesängste in den Bombennächten Hilfe und Verständnis bei den Amerikanern erwartet. Noch selten ist in so kurzer Zeit so viel, aber auch so bitter über Köln und seine Bevölkerung geschrieben worden. Die Kölner haben die Grundsätze der amerikanischen Besatzungspolitik nicht verstehen können. Man sprach auf verschiedenen Ebenen verschiedene Sprachen. Eine Verständigung war in dieser Phase, die oft als Stunde Null bezeichnet wird, fast unmöglich. Damit wäre ich mit dem Zitat von Herrn Kleinert fertig. Ergänzend zu den Bildern können Zeitzeugen immer am eindrucksvollsten aus vergangenen Zeiten berichten. Und am allereindrucksvollsten, da die Erinnerungen noch nicht durch den Einfluss des späteren Erlebten, werden die Ereignisse unmittelbar nach ihrem Geschehen erzählt. Daher möchte ich Ihnen aus einem Brief vorlesen. Eberhard Schögen hat ihn im November 1944 an seinen Bruder Leo geschrieben und über die Zerstörung der Stadt berichtet. Der Bestand der Familie Schögen enthält Unterlagen aus dem Familienbesitz vom 15. bis zum 20. Jahrhundert und darunter auch mehrere Briefe von Eberhard an seinen Bruder. Köln, aller Seelentage, 1944. Köln, die schöne Stadt am Rhein, die Metropole des Rheinlandes und der Wert alter Kultur und Kunst ist nicht mehr. Nur noch Ruinen spiegeln sich im stillen Strome. Keine Glocken klingen mehr zum Feste, ja selbst die Luftsirenen, die jetzt 4 Jahre lang die Stadt beherrschten, schweigen. 4 Jahre lang wurde die Märtyrerstadt bombardiert und von diesem Jahr waren die 4 letzten Wochen am schlimmsten. Am Allerheiligentage brannten die letzten Stadtviertel und die letzten Wohnstätten nach einem der stärkeren Angriffe restlos aus. Und heute, am Allerseelentage 1944, gleicht die Stadt einem riesigen Kirchhofe, über den nur noch da und dort letzte flüchtende und verhungerte Einwohner huschen und nach ihrer etwa noch vorhandenen letzten Habe suchen, die aber meist schon durch die organisierten Räuber und Plünderungsbanden geborgen wurden. Schon die Angriffe Mitte 1943 hatten die Stadt, insbesondere die Innenstadt, schwer getroffen, sodass von dem früheren Großstadtbetriebe nichts übrig geblieben war. Besonders in der ausgebrannten Innenstadt waren die meisten Stadtviertel durch Trümmer versperrt und für jeden Durchgangsverkehr unpassierbar. Es existierten weder Theater noch Kinos mehr, ja, es waren vielleicht nur noch die Gastwirtschaften und notdürftig aus Brettern gezimmerte Cafächen im Mittelpunkt übrig geblieben. Bahnen verkehrten nur durch die Hauptdurchbruchstraße, Neumarkt, Dom, Rudolfplatz, über die Ringe und zu den Vororten, die einen bedeutenden, kaum abzuschätzenden Einwohnerzustrom aus der Innenstadt erhielten. Jeder Vorort war verurteilt, sein eigenes Leben zu führen, was aber durchaus noch möglich war, weil dort zum großen Teil die Wohnviertel und Lädenstraßen noch erhalten waren. Wie jedes alte Kulturvolk, so klebt der Rheinländer und besonders der Kölner fest am Boden. In der ganzen Stadt fehlen inzwischen Gas-, Licht- und Wasserzufuhren. Wasser wird oft stundenweit aus dem bestehenden Privatbrunnen geholt. Eine Postzustellung findet nicht mehr statt. Und Post von außerhalb der Stadt oder nach auswärts bestimmte Post wird nicht mehr befördert. Wir stehen hier zum Glück heute als Vertreterin der zweiten nachgeborenen Generation,
die diesen Krieg nur noch in Schwarz-Weiß kennt. Nur in wenigen Ausnahmen sieht man verständlicherweise Farbfotos oder buntes Filmmaterial. Die vielen nachkolorierten Bilder wirken wenig real und unser Gehirn schafft es nicht sehr gut, von Schwarz-Weiß in Farbe zu übersetzen. Und so ist es für mich der schwarz-weiße Krieg. Wenn meine Großeltern aus ihrer Kindheit im Krieg erzählten oder erzählen, waren sie in meinem Kopf irgendwie auch nicht bunt. Erst jetzt, in den letzten Jahren, als sie im Alter angefangen haben, andere Geschichten oder auch ihre Geschichten anders zu erzählen, haben die Erlebnisse und die Personen in meinem Kopf etwas Farbe bekommen. Vielleicht, weil sie nun nichts mehr aus ihren Erzählungen rausgelassen haben, nicht mehr die Kinderversionen oder die für Kinder passenden Geschichten erzählt haben. Oder aber, weil sie sich, wie im Fall meines dementen Opas, zum Teil wirklich wieder in den Situationen von damals befunden haben. Man kann ihre Angst und Verzweiflung, die sie als Kinder oder Jugendliche gespürt haben, selber fühlen und so werden ihre Geschichten bunter. Es gibt bis in unsere Generation ein Erbe dieses Kriegstraumas, was ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema finde, was allerdings im Grunde genommen einen eigenen Vortrag wert wäre und hier nur zu kurz kommen würde. Deswegen gehe ich da nicht weiter drauf ein. Aber wir sind eine der Generationen zwischen diesem schwarz-weißen Krieg und einem der vielen bunten Kriege und natürlich vor allem der aktuellen unerträglichen Situation. Und wenn ich über Krieg rede, kann ich nicht anders, als auch über heute zu reden und Vergleiche zu ziehen. Schließlich bewahren wir unser historisches Erbe, um eben solche Vergleiche ziehen zu können. Nicht nur der Krieg, sondern auch die Bilder der Flüchtenden und der Flucht sind natürlich einmal schwarz-weiß, wie wir sie heute besprechen, und heute eben bunt, wie wir sie in den sozialen Medien und im Fernsehen sehen können. Und deswegen ist es schwer, sie im Kopf eins zu eins zu vergleichen. Aber lässt man die heutigen Bilder schwarz-weiß werden, erinnern sie sehr eindeutig an die Bilder von damals. Menschen zu Fuß mit viel Gepäck, mit gar keinem Gepäck mehr, weil alles verloren ist. Menschen, die ihre Kinder tagelang auf den Armen tragen. Menschen, die frieren. Sie alle kennen die Gemeinsamkeiten. Und auch damals waren die Flüchtlinge, und wir wissen, es ging damals um Menschen, die dieselbe Sprache gesprochen haben und man auch keine Angst vor einer Religion vorschieben konnte. Sie waren an vielen Orten nicht willkommen und der Empfang für die Neuankömmlinge war nicht gerade herzlich. Gängige Bezeichnungen für die Flüchtlinge waren Flüchtlingsschweine, Polacken, Rucksackdeutsche oder 40 Kilogramm Zigeuner. In Schwaben kursierte ein Gebet, das die Geflüchteten als Gesindel titulierte. Herr Gott im Himmel, sieh unsere Not. Wir Bauern haben kein Fett und kein Brot. Flüchtlinge fressen sich dick und fett und stehlen unser letztes Bett. Wir verhungern und leiden große Pein. Herr Gott schickt das Gesindel heim. In Schleswig-Holstein, wo viele Ostpreußen Zuflucht gefunden hatten, hieß es auf Plattdeutsch, aber nicht minder grob, in der Nordsee mit der Cheat. Heutzutage beschäftigen sich die Schulen vor allem mit dem Nationalsozialismus. Das ist auch gut und richtig so. Aber vielleicht sollte man dem Aspekt des Krieges gerade in diesen heutigen Zeiten doch noch etwas mehr Raum geben und sich ein bisschen mehr diesem Thema widmen. An dieser Stelle würde ich gerne auch ein lobendes Wort für viele Kölnerinnen und Kölner und auch für unsere Oberbürgermeisterin aussprechen, was das Engagement und den Einsatz angeht, wenn es um die Aufnahme und das Willkommenheißen der Geflüchteten aus Kriegsgebieten in den letzten Jahren angeht. In ihrem internationalen Appell, Europa, wir müssen reden, rief Frau Reker letztes Jahr gemeinsam mit ihrem italienischen Amtskollegen aus Palermo, Bürgermeister Leo Luca Orlando, zu mehr Solidarität in Europa auf. Der Umgang mit den Menschen, die sich auf den Weg über das Mittelmeer machen, um vor Krieg und Terror zu fliehen, auf der Suche nach einem besseren Leben für ihre Familien, Lebensgefahr in Kauf nehmen, um zumindest eine winzige Chance auf ein Leben in Sicherheit und Freiheit zu haben, entspräche nicht dem europäischen Gedanken. Weiter sprachen sie sich in ihrer Rede gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung aus, die als, wie sie sagt, humanitäre Aufgabe eine gesamteuropäische Verpflichtung sei und machten klar, dass sie sich gegen die vorherrschende Stimmung, dass Zäune und Mauern humanitäre Probleme lösen können, stellen.
Ich bin selber Kölnerin und liebe diese Stadt, wie die meisten Kölner und Kölnerinnen. Aber wir alle geben ja zu, dass Köln in weiten Teilen keine klassische, schöne Stadt ist. Klar kennen wir alle die Vorzüge unserer Stadt und wissen, warum wir sie so mögen, aber ihre Schönheit ist es nicht unbedingt. Dabei gibt es natürlich auch bis heute sehr schöne Viertel. Solche, die nicht so sehr unter der Zerstörung gelitten haben, wie die Innenstadt. Fotografen haben in der Regel aber nur diese Zerstörung fotografiert. Sie war spektakulär, die weniger zerstörten Viertel zu normal. Von unseren 55 Bildern sind 4 Fotos aus der Nachkriegszeit. 2 unmittelbar nach Kriegsende aufgenommen, eines 10 Jahre später und das jüngste ist um 1980 rum aufgenommen worden. Gehen wir aber der Reihe nach. Ja, kommen wir zum ersten Bild. Hier die Nummer 33 in der Ausstellung. Der Dominnenraum, unschwer zu erkennen, nach einem Bombentreffer. Und zwar aufgenommen von einem Fotografen der US-Armee direkt nach Kriegsende am 7. März 1945. Der Mythos, es habe geheime Absprachen der Alliierten zur Verschonung des Doms gegeben, ist heute noch in vielen Köpfen vorhanden. Der Dom wurde aber durch etwa 70 Bombentreffer, darunter 14 schwere Fliegerbomben, schwer beschädigt. Von den 22 Gewölben wurden im Langhaus und im Querhaus 9 zerstört und 6 stark beschädigt. Der Giebel des nördlichen Querhauses brach herunter. Alle Fenstermaßwerke wurden beschädigt und das große Westfenster vernichtet. Nur aufgrund seiner Bauweise hat der Dom den Krieg besser überstanden als andere Bauwerke. Unter anderem das Stahlgerüst im Dachstuhl. Den Dom nicht gezielt zu treffen, war in der Dunkelheit der ausgebombten Innenstadt eh nicht zu leisten, zumal der benachbarte Hauptbahnhof und die Hohenzollernbrücke kriegswichtige Ziele waren. Neben dem, dass die Zielsicherheit der Bombardierung damals ja noch eh wesentlich geringer war. Kommen wir zum nächsten Bild. Der Blick vom Dom nach Deutz und Kalk. Das Foto entstand auch im März 1945. Aufgenommen wurde auch dieses Bild von der amerikanischen Armee. Die linksrheinischen Stadtteile waren am 6. März von den Amerikanern eingenommen worden. Auf dem rechten Rheinufer standen aber noch deutsche Truppen. Das Bild wurde von der südlichen Turmspitze des Doms aufgenommen. Im Vordergrund ist das beschädigte Dach der Kathedrale zu erkennen. Dahinter die in der Nacht zum 6. März zerstörte Hohenzollernbrücke. Während des Krieges war sie eine der wichtigsten und am stärksten befahrenen Eisenbahnbrücken in Deutschland. Zwar war sie als wichtiger Rheinübergang ein vorrangiges Ziel für Luftangriffe der Alliierten, blieb aber bis zum Kriegsende nur leicht beschädigt und somit befahrbar und eine der letzten intakten Rheinüberquerungen. Während des Vorrücken der amerikanischen Truppen von Westen aus in Richtung Rhein wurden die Brückenpfeiler durch Pioniere der sich zurückziehenden deutschen Wehrmacht gesprengt. Dabei wurden die uferseitigen Bögen nur gering beschädigt, sodass eine spätere Wiederverwendung möglich war. Ja, kommen wir zu einem doch in Köln recht bekannten Bild. Der Blitzschutz auf der Kreuzblume. Dieses Bild stammt von Helmut Koch, einem bekannten Kölner Bildjournalisten, der ab 1931 in Köln tätig war. Im August 1945 wurde es auf dem Nordturm des Doms wurde ein Blitzschutz installiert. Und das Foto wurde vom gegenüberliegenden Südturm aus aufgenommen und zeigt im Hintergrund einen Teil der noch fast völlig zerstörten Innenstadt. Also 1955 und es sieht eigentlich im Grunde genommen so aus, als wäre der Krieg gerade vorbei. Wenn wir uns die Zerstörung allein auf diesem Bild ansehen, verwundert es nicht, dass Köln heute keine Schönheit mehr ist. Ein schneller Aufbau für die Zurückkehrenden mit wenig Geld und einigen doch vielleicht ja sehr einigen eigensinnigen Entscheidungen hat eben dafür gesorgt, dass heutzutage es einige nicht so schöne Ecken gibt. Aber Geschmack lässt sich bekanntlich streiten und inzwischen sind ja auch einige Bausünden bereinigt worden. Dann kommen wir zu dem letzten Bild heute. Das sind die Einschusslöcher am Dom. Und dieses Bild ist von Günther Ventur und wurde um 1980 aufgenommen. Das jüngste der Bilder mit dem Thema Kriegszerstörung also. Und wir sehen hier Schäden an einem der Pfeiler an der Außenseite des Doms. Der größte Schaden an einem Stützpfeiler des Doms ist wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt. Eine Fliegerbombe hatte im November 1944 den Stützpfeiler des Nordturms so stark beschädigt, dass die Stabilität des Turmes gefährdet war.
Das Loch war in etwa 10 Metern entstanden und rund 10 Meter hoch. Insgesamt wurden 82,8 Kubikmeter Quadermauerwerk herausgesprengt. Das Loch wurde so schnell wie möglich mit Ziegelsteinen verschlossen und die Stelle wurde als Kölner Domplombe bekannt. Als letzter großer Kriegsschaden wurde die Plombe von 1995 bis 2005, ganz pünktlich zum Weltjugendtag, repariert und verblendet. Für diese Reparaturarbeiten musste das Domkapitel allerdings einen Antrag beim Stadtkonservator stellen, weil der Dom 1982 mit der Ziegelplombe unter Denkmalschutz gestellt worden war. Von dem Zeitpunkt an gab es die öffentliche Diskussion um die Erhaltung der Plombe als Mahnmal gegen den Krieg. Mit dieser Diskussion bin ich tatsächlich auch aufgewachsen. Günther Ventur hat von 1940 bis 2018 gelebt und unter anderem als Fotograf das Verkehrsamt und die Touristik der Stadt Köln gearbeitet. Viele seiner Aufnahmen sind in Kalendern, Broschüren und Postkarten veröffentlicht worden. Der Bestand wurde 2019 übernommen und bis heute sind es noch ca. 500 Bilder, bei denen die Motive identifiziert werden müssen. Wenn Sie uns auf Facebook folgen, konnten Sie eventuell schon bei der Identifizierung des einen oder anderen Bildes behilflich sein. Wenn nicht, können Sie ja nochmal auf unserer Seite nachschauen. Und damit würde ich an meinen Kollegen Niklas Esser übergeben. Ja, vielen lieben Dank, Felicitas. Ja, wie wir gerade an zwei der vier vorgestellten Bilder bereits sehen konnten, stammen viele der Bildzeugnisse, die während der Kampfhandlungen oder vor dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945 aufgenommen worden sind, vor allem von Fotografinnen, Fotografen, Bild- und Kriegsberichterstatterinnen und Erstattern der amerikanischen Streitkräfte, also vornehmlich US Air Force und US Army. Sollten Sie sich also für Bildmaterial aus dieser Zeit interessieren, lohnt sich mit Sicherheit auch eine Anfrage bei den zuständigen Archiven. Für Amerika wäre dies etwa die National Archives and Records Administration. Links zu diesen Quellen finden Sie auch in unserer Videobeschreibung, wie auch alle anderen Quellen, die ich jetzt nennen werde. Im Verlaufe des Vortrages werden wir in einer ausführlichen Videobeschreibung reinpacken. Ja, manche dieser Bildzeugnisse der Kriegsberichterstatterinnen und Erstatter fanden entweder über das Nachrichtenamt der Stadt Köln Eingang in unsere zeitgeschichtliche Sammlung Bild oder sie sind dem Archiv von privater Seite zur Verfügung gestellt worden. So hat etwa der Amerikaner Frederick Baum noch im Jahr 1983 dem Archiv mehrere Bilder geschenkt, die zum einen eine ganz bekannte Szene eingefangen haben, nämlich ein Gefecht zwischen einem deutschen und einem amerikanischen Panzer vor dem Kölner Dom. Vielleicht kennen Sie diese Situation ja aus dem Anfang März, auch aus der ein oder anderen Dokumentation zu diesem Thema. Schließlich wurde diese Szene von zahlreichen amerikanischen Kameraleuten auch verfolgt. Ein anderes Bild, das Baum überliefert hat, zeigt eine ebenfalls ganz interessante Szene, nämlich die eines Zebras, das aus dem zerstörten Kölner Zoo entfliehen konnte und sich seinen Weg durch die Ruinen der Stadt bis hin zum Friesenplatz gebahnt hatte und dort von einigen Beistehenden gefüttert worden ist. Der Kölner Zoo, ganz nebenbei, war seit 1940 immer wieder Opfer von Luftangriffen gewesen. Der Bestand an Tieren minimierte sich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges auf 22 Tiere. Insgesamt sprechen die Verantwortlichen von 133 Bombentreffern auf den Kölner Zoo. Besonders bekannt geworden sind auch die Bilder der amerikanischen Fotografin und Kolumnistin Lee Miller, die ab dem März des Jahres 1945 das zerstörte Deutschland bereiste und dort Bildmaterial für das Modemagazin Vogue sammelte. Ihr Weg führte sie von Aachen über Köln, über Mitteldeutschland hin in den Osten und Süden der heutigen Bundesrepublik. Die Miller besuchte auch die Konzentrationslager Buchenwald und Dachau. Manche ihrer Fotografien sind in dem Band Lee Miller, Deutschland 1945 zu sehen, unter anderem auch aus Köln und dem Kölner Umland. Neben den militärischen Berichterstatterinnen und Berichterstattern, etwa Margaret Burke White
oder solchen wie der gerade genannten Lee Miller, die als Zivilistin mit der Erlaubnis des Militärs Aufnahmen machte, gab es auch eine ganze Reihe Kölner Fotografinnen und Fotografen, durch die wir heute eindrückliche Bildzeugnisse vom zerstörten Köln in unseren Beständen haben. Von diesen möchte ich Ihnen nun einige kurz vorstellen. Vorweg muss gesagt werden, dass gerade Bilddokumente freilich eine beliebte Quelle sind, die eigentlich in keinem Vortrag und in keiner Publikation fehlen dürfen. Nichtsdestoweniger müssen wir insbesondere einen gewissenhaften Blick auf das Urheberrecht legen. So können wir Ihnen in diesem Vortrag nur jene Bilder zeigen, bei denen das historische Archiv auch die Rechte erworben hat. Bitte sehen Sie die folgenden Ausführungen daher vor allem als erste Hinführung zu den Beständen, die für weiterführende Bildrecherchen zum zerstörten Köln besonders lohnend erscheinen. Beginnen möchte ich mit einer in seiner Qualität wirklich herausragenden Zusammenstellung aus unserem Bestand 1809, Josef Fischer. Josef Fischer war Berichterstatter und Journalist der Kölnischen Zeitung. Übernommen wurden vom Archiv im Jahr 2008 etwa 500 Fotografien, die sich über den Zeitraum von etwa Mitte der 1930er Jahre bis Anfang der 1960er Jahre erstrecken. Der Schwerpunkt der Aufnahmen liegt dabei auf der Kriegszeit 1940 bis 1945 und die unmittelbare Nachkriegszeit. Die Bilder zeigen in vielfältiger Weise die massiven Schäden auf, die durch die über 200 Luftangriffe in der Kölner Innenstadt verursacht worden sind. Neben verwüsteten Plätzen wie dem Neumarkt oder auch dem Altermarkt sind in diesem Bestand auch Bilder von zerstörten Kirchen sehr präsent. Nachdenklich stimmen jene Bilder von den tiefen Einschlagskratern der Luftbomben und jene Bilder von Bombenopfern. Die Bilder zeigen vornehmlich die Kölner Innenstadt, denn wie Frau Jobs bereits sagte, ist das Kölner Umland weit weniger attackiert worden als das Stadtzentrum. So finden sich unter den Bildern vereinzelt auch Zerstörungsbilder aus anderen Städten wie etwa Aachen oder Bonn. Obwohl die Bilder als Konvolut an das historische Archiv übergeben worden sind, ist Josef Fischer nicht bei allen Bildern auch der Fotograf bzw. der Urheber. Zahlreiche Bilder aus dem Bestand stammen von anderen in Köln ebenfalls sehr bekannten Fotografinnen und Fotografen wie etwa Helmut Koch, Hermann Klaasen, Ingeborg Spielmanns, Theo Felten oder Walter Dick. Die meisten Fremdbilder aus diesem Bestand stammen jedoch von Julius Radermacher, einem Pressefotografen, der seit dem Jahr 1932 für die Kölnische Zeitung arbeitete. Von 1940 bis 1944 hatte Radermacher zudem von der NSDAP den Auftrag erhalten, Kriegsschäden in Köln zu dokumentieren. Radermacher kam im Zuge des Luftangriffs vom 28. Oktober 1944 ums Leben. Über die Stadtmauern hinaus bekannt dürften aus der gerade genannten Riege vor allem zwei Fotografen sein, nämlich Hermann Klaasen und Walter Dick, die beide auch eindrückliche Bildbände zu ihren Fotos herausgegeben haben und zudem ihre Bilder in zahlreichen Ausstellungen zu sehen gewesen sind oder aktuell auch, wie Frau Jobs auch schon sagte, zu sehen sind. Der gebürtige Kölner Walter Dick begann bereits im Alter von 15 Jahren eine fotojournalistische Ausbildung beim Bilderdienst der Kölnischen Zeitung. Ab 1939 fotografierte Dick von verschiedenen Kriegsschauplätzen des Zweiten Weltkrieges, geriet aber 1944 in englische Kriegsgefangenschaft, aus der er im September 1945 wieder entlassen wurde und nach Köln zurückkehrte. Das Archiv von Walter Dick umfasst rund 80.000 Negative und befindet sich heute im privaten Besitz. Walter Dick arbeitete nach seiner Rückkehr für verschiedene Kölner Tageszeitungen und das Nachrichtenamt der Stadt Köln, sodass darüber auch einige seiner Bilder in die Bestände des historischen Archivs übergegangen sind. Zusammen mit dem ehemaligen Leiter des Nachrichtenamtes, Hans Schmidt-Rost, veröffentlichte Dick im Jahr 1965 den Band Zeit der Ruinen. Das Vorwort schrieb Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll. Böll bemerkte zu den Fotografien Walter Dicks, Zitat,
Die Tatsache, dass es sich in diesem Band hier um Fotografien handelt, wird das Buch davor bewahren, als Märchenbuch empfunden und empfangen zu werden. Es ist wohltuend, dass der Fotograf sich aller grafischen Mätzchen enthalten hat. Die Kamera hat festgehalten, bringt wieder in Erinnerung, was das Auge der Zeitgenossen vergessen hat. Was nicht sichtbar gemacht werden kann, vielleicht aber spürbar wird, der Staub und die Stille. Staub, Puder der Zerstörung, drang durch alle Ritzen, setzte sich in Bücher, Manuskripte, auf Windeln, aufs Brot und in die Suppe. Er war vermählt mit der Luft, sie waren ein Leib und eine Seele. Jahrelang die tödliche Qual gegen alle Vernunft, gegen alle Hoffnung, als Sisyphus und Herakles diese Unermesslichkeit des Staubs zu bekämpfen, wie ihn eine zerstörte Stadt von den Ausmaßen Kölns hervorbringt. Er klebte auf Wimpern und Brauen, zwischen den Zähnen, auf Gaumen und Schleimhäuten, in Wunden. Jahrelang dieser Kampf gegen die Atomisierung unermesslicher Mengen von Mörtel und Stein. Das andere war die Stille. Sie war so unermesslich wie der Staub. Nur die Tatsache, dass sie nicht total war, machte sie glaubwürdig und erträglich. Zitat Ende. Staub und Stille sind in der Tat jene Assoziationen, die sich mit fast jedem der tausenden Bilder des zerstörten Kölns verbinden lassen. Sofern keine markanten Punkte oder Landmarken auf den Bildern zu erkennen sind, fällt es bisweilen sehr schwer, überhaupt zu eruieren, wo genau ein Bild aufgenommen worden ist. Überall liegen Trümmer, Straßen sind unbegehbar oder nur unter Lebensgefahr passierbar. Auch dazu bemerkt Böll in seinem Vorwort, Zitat, die Zerstörung einer großen Stadt ist kein abgeschlossener Vorgang. Wie eine Operation, sie schreitet fort wie eine Paralyse, es bröckelt allenthalben, bricht dann zusammen. Der freiwillige, weder durch Sprengung noch sonstige akute Gewalt bewirkte Einsturz einer hohen Giebelmauer ist ein unvergesslicher Anblick. In irgendeiner nicht voraussehbaren, schon gar nicht berechenbaren Sekunde gibt dieses schön geordnete, in Zuversicht und Lust zusammengefügte Gebilde nach. Es zählt, fast hörbar tickend, knisternd, vom Datum der Entstehung auf Null zurück und gibt sich auf. Zitat Ende. Der zweite bekannte Fotograf, Kölner Fotograf Hermann Klaasen, Jahrgang 1899, entwickelte bereits in jungen Jahren eine Leidenschaft fürs Fotografieren, ohne zunächst eine entsprechende Ausbildung in diesem Bereich nachzugehen. Erst die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre, in dessen Zuge das elterliche Textilgeschäft in Köln schließen musste, wo Klaasen mitgearbeitet hatte, sorgte bei ihm für eine berufliche Umorientierung. Fortan verdiente er sich sein Geld mit Naturfotografien, später als Porträt- und Werbefotograf, und legte im Jahr 1936 eine Meisterprüfung für das Fotografiehandwerk ab. Überregionale Bekanntheit erlangte Klaasen aber erst durch seine Trümmerbilder des Rheinlandes. Sein Atelier samt seinem Fotoarchiv ging im sogenannten 1000-Bomber-Angriff vom 30. bzw. 31. Mai 1942 verloren. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, seine Leidenschaft fürs Fotografieren weiterzuführen. Fortan setzte er seinen verstärkten Fokus auf das Kriegsgeschehen in Köln, ungeschönt und mit all seinen Schicksalen. Diese Tätigkeit war nicht ganz ungefährlich, war doch das Fotografieren lediglich offiziellen Fotografen der NSDAP, wie dem eben erwähnten Julius Radermacher, überlassen, während Amateurfotografen unter dem Vorwand der Wehrkraftzersetzung sanktioniert werden konnten. Im Jahr 1947 wurden manche seiner Trümmerfotografien im Bildband »Gesang im Feuerofen« Überreste einer alten deutschen Stadt und im Rahmen einer Ausstellung mit dem Titel »Köln – Tragödie einer Stadt« veröffentlicht. So heißt es in der Einleitung des Bildbandes, die Franz Heuer schrieb, unter anderem, Zitat, an solchen Dokumenten, wie sie der vorliegende Band bietet, kann man nicht wie ein Unbeteiligter vorübergehen.
Man legt auch dieses Buch nicht wie irgendein anderes aus der Hand, stellt es in den Bücherschrank, falls man dergleichen noch aus der Sinnflut gerettet hat, um es zu vergessen oder sich seiner bei Gelegenheit dann einmal wieder zu erinnern. Dieses Buch verlangt eine Entscheidung von jedem, der in seinen Bann tritt. Eine Entscheidung, wie wir sie lange Zeit in unserem viel zu bequem gewordenen Dasein nicht mehr vollziehen brauchten. Und davon soll hier die Rede sein. Zitat Ende. Genau wie bei Dick zeigen seine Fotografien des zerstörten Köln ein bizarres, verstörendes Bild der alten Reichsstadt. Der stark in Mitleidenschaft gezogene Kölner Dom, die im Wasser liegende Hohenzollernbrücke, das zerbombte Rathaus und St. Maria im Kapitol sind nur einige wenige Bilder, die dem Betrachter eine geografische Orientierung geben. Vielmehr fühlt man sich bei den Bildern, als blicke man eher auf eine verfallene antike Stätte als auf eine noch vor kurzem intakte Stadt. Neben Schutt und Geröll ragen Hausfassaden oder nunmehr einzelne Bauelemente hervor, ausgehöhlt und innerlich vollständig ausgebrannt. Klaasen zog durch seine Arbeiten großes Interesse auf sich und fand in Konrad Adenauer einen einflussreichen Förderer, der sich unter anderem für Wahlkampfzwecke von ihm ablichten ließ. Das fotografische Werk von Hermann Klaasen wird heute im LVR-Landesmuseum in Bonn in der fotografischen Sammlung aufbewahrt. Zahlreiche Bilder von Dick, Klaasen und anderen, die im Bestand Josef Fischer, aber auch in der zeitgeschichtlichen Sammlung zu finden sind, bezeugen aber nicht nur die Verwüstungen und Schäden der Stadt, sondern sie zeugen auch von den seelischen Schäden und Schmerzen der Kölnerinnen und Kölner. Im Jahr 1939 zählte Köln etwa 770.000 Einwohner. Im April 1945 waren davon nur noch rund 100.000 in Köln geblieben. Laut dem statistischen Bericht zum Kölner Luftkrieg hatte die Domstadt ca. 20.000 Tote zu beklagen. Allein der größte Einzelangriff, der bereits genannte 1000-Bomber-Angriff vom 30. und 31. Mai 1942, forderte 1.000 Menschenleben. Der Name 1000-Bomber-Angriff rührt im Übrigen daher, dass es der erste Luftangriff der Geschichte war, bei dem mehr als 1.000 Bomber gleichzeitig eingesetzt worden sind. Daher erhielt er von der Royal Air Force auch den Codenamen Operation Millennium. Ursprünglich sollte Hamburg das Ziel werden. Durch eine für die Bomber schlechte Wetterlage wurde das Ziel allerdings kurzfristig auf Köln geändert. Vergegenwärtigt man sich diese Zahlen und verbindet die Bilder der Zerstörung mit dem Umstand, dass bereits im Dezember 1945 wieder rund 450.000 aus Köln geflohene Menschen zurück in ihre Heimat zogen, wird deutlich, wie sehr die Kölnerinnen und Kölner in der unmittelbaren Nachkriegszeit gelitten haben. Obdachlosigkeit, soziales Elend, Nahrungsmangel, Trauer über den Verlust von Angehörigen, Menschenansammlungen auf Friedhöfen, Kinder, die auf Schutthaufen spielen, bis hin zu dem eben benannten Foto eines Ruinenzebras. All dies wurde durch die Fotografinnen und Fotografen eingefangen. Die Mühen, die bei der Beseitigung der Trümmer aufgewendet worden sind, sind ein weiteres wiederkehrendes Bildmotiv. Denn bereits während des Krieges gehörten Aufräumarbeiten zum Kölner Stadtbild dazu. Nach dem Ende des Krieges gingen die Räumungsarbeiten im Gegensatz zu anderen Städten jedoch nur sehr langsam voran, was den damaligen Oberbürgermeister Hermann Pünder dazu veranlasste, einen Plan über einen sogenannten Ehrendienst der Kölnerinnen und Kölner auszuarbeiten, nachdem alle arbeitsfähigen Kölnerinnen und Kölner einen Tag lang Schutt räumen sollten. Ein weiterer Plan zur schnelleren Schutträumung war der ebenfalls von OB Pünder ausgegebene Plan des Sühnedienstes für Parteimitglieder der NSDAP, die zusätzlich 6 Tage lang Schutt wegschaffen sollten. Ein großes Thema nach Kriegsende stellte freiwillig auch der Wiederaufbau der Stadt dar, der bei Fotografen wie Karl-Hugo Schmölz, Peter Fischer, Konrad Horster oder Theo Felten besonders deutlich hervorsticht. Bei den drei letztgenannten verfügt das Historische Archiv der Stadt Köln im Übrigen auch über die fotografischen Nachlässe.
Für die einen stellten die Kriegsauswirkungen trotz aller Schrecken eine einmalige Gelegenheit dar, alte, vermeintliche Bausünden zu beseitigen und Köln bautechnisch und infrastrukturell neu auszurichten. Zu diesem Zweck gründete sich die Gesellschaft der Freunde des Wiederaufbaus der Stadt Köln, in der sich zahlreiche Architekten versammelten, um ihre Ideen für den Wiederaufbau der Stadt einzubringen. Letztlich sind jedoch viele dieser Ideen nicht umgesetzt worden. Dazu gehörte vor allem eine angedachte Verlegung des Kölner Hauptbahnhofs. Bilder des zerstörten Köln befinden sich hier vermehrt in den Beständen des Stadtkonservators, wobei es sich um Fotografien zur Schadensbemessung handelt. Die Aufnahmen von Fischer, Felten oder auch des berühmten Fotografen Karl-Heinz Hargesheimer, besser bekannt als Schargesheimer, ist zudem gemein, dass sie alle das Alltagsleben der Kölnerinnen und Kölner in der unmittelbaren Nachkriegszeit einzufangen wussten. Durch ihre Bilder können die Entwicklungen des Stadtbildes und seiner Menschen, also quasi die Verarbeitung des Kriegsschreckens, nachvollzogen werden. Der Schutt und die Trümmer weichen immer mehr, neue Wohnungen und Wohnsiedlungen entstehen, die Geschäfte füllen sich wieder mit Waren, die Knappheit, was Nahrung, Kleidung, Energie betrifft, schwindet rasant. In den Kölner Fußgängerpassagen tummeln sich in den 1950er Jahren zunehmend konsumfreudige Menschen. Restaurants und Cafés können wieder Gäste empfangen. Die Kölner Kulturlandschaft blüht auf. Theater und Orchester sind neu aufgestellt. Museen können erste Ausstellungen zeigen. Die Messe zieht wieder Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt an. Das Bild des zerstörten Köln wandelt sich allmählich. Die Narben, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat, bleiben hingegen auf ewige Zeiten bestehen. Und die Bilder der Zerstörung aller Fotografinnen und Fotografen dienen als Erinnerung und als Mahnung zugleich. Freilich konnten im Rahmen dieses Vortrages nur ein Bruchteil jener Fotografinnen und Fotografen näher betrachtet werden, denen wir heute die zahlreichen mahnenden Bilddokumente des zerstörten Kölns verdanken. Weitere Fotografinnen und Fotografen, die in Köln fotografierten, wie etwa Hubertus Flöter, August Sander, Ruth Hallensleben, August Kreienkamp, Willi van Hekern, Ursula Litzmann oder Peter Kloy und andere, haben keinen größeren Eingang in die Bildbestände des Historischen Archivs erhalten. Dafür möchte ich Sie zum Schluss dieses Vortrages auf das Rheinische Bildarchiv Köln und auch weitere Quellen in der Videobeschreibung verweisen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen alles Gute.